Hi ihr Lieben, mein Name ist Clara und normalerweise stehe ich hinter der Kamera, aber heute wollte ich einmal ein Thema vorstellen, was mich total begeistert und was ich absolut liebe, und zwar das Reisen. Und dafür habe ich euch einfach mal ein paar Reiseführer mitgebracht. Und heute das Thema Deutschlandtourismus. 52 kleine und große Eskapaden in Deutschland ist ein Reiseführer von Dumont, der sich spezialisiert hat auf Wochenendtrips. Und wir landen dann auch schon direkt im Schwarzwald. Und der Schwarzwald ist bekannt für seine Wander- und Trekkingrouten. Und ein kleines Highlight im Schwarzwald ist das Trekking Camp. Und wenn wir uns das jetzt einmal genauer angucken, dann enthält dieser Reiseführer zum Trekking Camp die Strecke, die Höhenmeter. Wir können einmal nachlesen, wo kann man am besten übernachten, für wen ist es geeignet, wie kommen wir am besten hin oder auch, was ist die Ausrüstung, die wir mitbringen sollten, was sind die Erfahrungen, die wir dafür haben sollten und aber auch, welche Jahreszeit sich am besten dafür eignet. Heißt, wir haben ein Ziel vor Augen, wissen aber nicht so genau, wie wir da hinkommen können, weil wir kein Auto haben, kein Problem. Der Reiseführer zeigt es uns, wie wir da entweder mit dem Rad oder auch mit der Bahn hinkommen. Und für wen würde ich diesen Reiseführer empfehlen? Ganz klar, für alle, die Lust haben, einfach mal rauszukommen, eine Outdoor-Aktivität durchzuführen und die Natur genießen wollen. Denn Deutschland hat verdammt viel zu bieten. Jetzt habe ich euch einen Reiseführer von Marco Polo mitgebracht, und zwar Hin und Weg. Das ist auch eine Reihe und dieser bezieht sich auf Deutschland. In dem Reiseführer sind 200 Top-Highlights abgebildet und 1000 Reiseziele. Und wem würde ich den Reiseführer empfehlen? Ganz klar, alle, die Lust haben, was Neues zu entdecken, Kulturinteressierte, aber auch Familien. Denn hier sind wirklich ein paar Geheimtipps dabei, die wir uns jetzt mal etwas genauer angucken. Und da sind wir schon, und zwar im wunderschönen Münsterland. Und das Münsterland ist bekannt für seine 100 Schlösser- und Burgenroute. Aber nicht nur dafür, sondern auch für Pferde. Ja, mit dem Münsterland verbindet man Pferde. Und zwar ist Münsterland das Mekka der Pferde. Wir haben einmal das Landesgestüt in Warndorf hier im Münsterland. Oh, jetzt habe ich natürlich verraten, dass ich im Münsterland bin, aber genau deswegen stelle ich es euch auch einfach heute vor. Auch hat das Münsterland den Meerfelder Bruch mit der einzigen mitteleuropäischen Wildpferdeherde zu bieten und viele andere coole Highlights. Und die könnt ihr hier in dem Reiseführer auch nachlesen. Also, alle Entdecker, alle Kulturinteressierten und Familien, aufgepasst, das ist euer Reiseführer, wenn ihr einfach mal wieder Lust habt auf ein neues Reiseziel und euch inspirieren lassen möchtet. Und zu guter Letzt habe ich euch noch legendäre Wanderrouten in Deutschland mitgebracht von Lonely Planet. Und dieser Reiseführer wird euch inspirieren, wird euch mit Reiseberichten verzücken. Und die Bilder, ich würde sagen, die sprechen für sich. Und den gucken wir uns jetzt auch einmal etwas genauer an. Und wenn wir öffnen, landen wir auch direkt ganz oben im Norden, im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Und dort befinden sich die Halligen. Das sind wirklich klitzekleine Inselgruppen mitten im Wattenmeer. Und die kann man auch bewandern. Und ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach mal aus dem Reisebericht etwas vor. Vorsichtig halte ich meinen Fuß in die Nordsee. Kalt nass die Berührung. Wie der Kuss einer Seehundschnauze. Ohne Schuhe fühle ich mich, als hätte ich einen sechsten Sinn dazugewonnen. Und hier kann man dann wunderbar sich inspirieren lassen von jemandem, der diese Wanderung schon gegangen ist, der die Halligen schon erlebt hat, der von der Hallig schon vielleicht auch inspiriert worden ist. Außerdem können wir im Reiseführer dann nicht nur die Wanderroute und die Wanderstrecke uns angucken, wir können sehen, was für Übernachtungsmöglichkeiten gibt es, wo müssen wir uns überhaupt anmelden, um so eine Hallig überhaupt bewandern zu können, oder auch, was sollte unsere Ausrüstung sein. Außerdem, was ich auch wunderbar finde an diesem Reiseführer ist, dass man ähnliche Aktivitäten oder auch andere Aktivitäten, die man in der Region dann machen kann, vorgeschlagen bekommt. Dieser Reiseführer ist für alle die geeignet, die einfach mal Lust auf was ganz anderes haben. Die vielleicht mal Lust auf ein Abenteuer haben, was sie gedacht haben, das würden sie nie in ihrem Leben machen. Schaut hier rein und dann findet ihr genau euer Abenteuer. Perfekt für den nächsten Deutschlandurlaub. Drei Reiseführer, drei komplett unterschiedliche Reiseführer und drei Reiseführer, die so vielseitig sind, wie Deutschland auch nur sein kann. Also rausfahren mit euch, schwingt euch aufs Fahrrad, steigt in die nächste Bahn, steigt ins Auto und entdeckt Deutschland und seine wunderschönen vielseitigen Facetten. Und erzählt mir mal kurz bitte auch in den Kommentaren, wie euch die Reiseführer gefallen haben und welche Reiseführer ihr empfehlen würdet für den nächsten Deutschlandurlaub.